Willkommen zu einer neuen Folge von Dark Souls oder auch Warum DK ein Idiot ist. Ja, ich bin hier runtergegangen. Das ist aber der falsche Teleporter gewesen, weil ich ein Idiot bin. Der richtige Teleporter nach unten geht dann hier durch. Warum DK ein Idiot ist. Absolut. Ich habe in der Zwischenzeit, wie ihr auch sicherlich schon seht, ein bisschen gegrindet. Habe ein kleines bisschen an meiner Waffe geschraubt. Riesenkeule plus 15 mittlerweile. Und einfach aus dem Grunde, ich will jetzt nichts mehr dem Zufall überlassen, beziehungsweise, okay, es ist doch noch schon ein Zufall, ob ich den Boss besiege oder nicht. Auf jeden Fall habe ich den Boss ein bisschen geübt, einfach aus dem Grund, weil ich es diesmal konnte. Ja, ich habe eine Stunde den Boss gemacht, um dann festzustellen, du kannst diesen Boss nicht. Habe die Aufnahme abgebrochen, habe ein paar Level gemacht. Bin jetzt auf Seelenlevel 72, 71. Hab mir mehr Leben geholt, hab demnach entsprechend auch mehr Defense. Beziehungsweise hab dann auch vorm Bossraum von Onstein und Smooth mir graue Brocken geholt. Genau, graue Brocken. Und habe diese dann auch in meine kleine Keule verbaut. Weil ich es kann. Unabhängig davon habe ich euch heute hier noch was zu zeigen. Und zwar mein Farm-Setup. Es leben die 10 Menschlichkeiten. Wollt ihr mich angreifen oder wollt ihr mich nicht angreifen? Ihr seid dann einfach nur irgendwelche Stalker, die mich dann angucken möchten. Ja, ihr scheiß Stalker, ihr. Ich finde ihn nicht. Da haben wir meinen Langbogen. Und ich lege jetzt mal ganz kurz Havels Ring ab. Lege ich da auch gleich wieder an. Um den Falkenring ein wenig auszurüsten. Ich habe euch ja bereits erwähnt. Hey. Hallo Manus. Hallo Manus. Ich weiß nicht, ob sie es rausgepatcht haben, aber ich kann ihn auf jeden Fall. Ich scheine ihn nicht zu tief, zu hoch, ja, zu hoch. Nee, ich krieg's nicht hin. Bin ich ganz ehrlich. Ich krieg's nicht hin, ich weiß nicht, wie es geht. Von daher lasse ich es lieber und quäl mich hier durch. Man kann Manus hier von diesem Zeitpunkt, wenn man den richtigen Winkel getroffen hat, was ich ja offensichtlich nicht gemacht habe, kann man Manus tatsächlich auch von hier oben umbringen. Ja, es geht. Ich kann es aber nicht, weil ich zu schlecht bin. Kurz und bündig. Deswegen rein zu Manus. Ich habe geübt. Ich kenne jetzt mittlerweile seine klitzkleine Angriffsstrategie, beziehungsweise kenne auch jetzt mittlerweile eine Strategie, wo ich dann mit Manus am besten klarkomme, beziehungsweise wie ich ihn dann machen kann. Wow, geil. Ich bin begeistert, wie viel extra Schaden meine Waffe jetzt gegen Manus macht. Das hatte ich in meinem vorherigen Run mit 4 Angriffen gemacht, was ich jetzt. Ne, nicht mal mit 4. Ein bisschen mehr sogar. Beziehungsweise. Au. Das hatte ich in meinem vorherigen Run mit deutlich mehr Angriffen gemacht, als ich jetzt habe. Könnte sogar 4-mal so viele Angriffe gewesen sein. Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, er ist deutlich einfacher.
Hörst du wohl auf zu springen? Ist doch wahr. Nicht gierig werden. Weil sonst kann sowas passieren. Dem bin ich doch jetzt ausgewichen. Okay. Zweite Phase. Ups, oder euch. Da wurde ich nicht gierig, da wurde ich einfach nur dumm. What? Yeah. Wow, wow, wow. Wow. Ouch. Ups. I did it again. I played with my life and lost to my nuss. Oh baby, baby, oops, I died again. Gotta stick with my humanity, that motherfucking manus. Ich hab keine Ahnung, wie das zustande gekommen ist. Ja, that motherfucking manus. Es ist nicht witzig. Doch ist es, für mich. Ja, für euch ist es wahrscheinlich ein Grund, das Video auszumachen. Nein, er singt meine Ohren, sie verbluten. Nein. Ich kann es euch nicht verübeln. Keine Sorge, ich kann es euch nicht verübeln. Willst du? Au. Das passiert jedes Mal, wenn ich dann denke, und ich wollte gerade dann doch mal wieder keinen Estus-Lokon einschmeißen vom Manus, damit ich noch mehr habe, als ich eigentlich brauche. Ach, was willst du machen? Sterben, genau. Sterben willst du. Ja, ja. Ach, könnte ich doch, ich könnte doch so gerne... Ach, könnte ich doch so gerne zählen, dann würde ich ihn jetzt hier nicht... Dann würde ich mich jetzt hier nicht hier durchquälen, ganz ehrlich. Heute habe ich geplant, wenn Manus fällt, und er wird fallen, versprochen, dass ich eine Dreier-Boss-Route laufe, aka heute werde ich dann noch zwei andere Bosse dann für euch machen. Ich habe auch schon ein bisschen getestet, so von wegen Ausrüstung für die etwas bewanderten Leute, dass ich dann entsprechende Ausrüstung anlege statt meiner jetzigen. Und muss gestehen, ja, warum auch nicht. Manus selber hat ja, wie ihr gerade unschwer erkennen konntet, einen großen Schwanz. Diesen kann man allerdings nicht abschlagen. Warum eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich hätte nichts dagegen, eine Manus-Keule zu haben. Da ich die Keule, die er hat, ziemlich cool finde. What? Da wollte er nicht ausweichen. Ich bin nicht schuld, er wollte nicht ausweichen. Jetzt bin ich schuld. Ich sag auch noch, werd nicht gierig! Aber nein!
Werd nicht gierig. Nein. Und da wird er gierig. Der Penner. Manus gibt man am besten eine Pediküre! Den habe ich nicht gesehen. Den habe ich gesehen. Wow, yeah. Lucky me. Da war ich zum Glück zu weit weg. Oh Gott, danke. Das war jetzt das hohe Level. Gar nicht mehr so übel. Gut gelaufen. Gut gelaufen. Gut gelaufen. Und warum sind wir gestorben? Weil wir gierig wurden. Badum. Ja, toll. Genau. Das habe ich mir immer gewünscht. Stirb gegen Manus, weil du gierig geworden bist. Besiege Manus, aber besiege ihn dann doch nicht, weil du einen Leben verloren hast, weil du der Meinung warst, 4 Hits in einem machen zu wollen und dabei von Manus erwischt worden bist. Sehr schön. Gratulation. Du bist ein Held. In deiner absoluten kleinen, dummen Erdbeerwelt. Genau. Du bist ein Held. So ein Held. Gratulation. Du bist der größte Spieler, den es gibt. Ich habe übrigens, wo ich gerade sehe, ein bisschen Menschlichkeit gefarmt. Einfach aus dem Grund, ich war gerade hier, hatte 10 Menschlichkeit im Pool gehabt, von daher habe ich meine leichtere Rüstung eingelegt, habe meinen Echsenring angelegt, meinen Goldring und habe dann so ein bisschen kaputt gehauen, weil ich es kann. Und weil mir langweilig war. Beziehungsweise, weil ich gerade dabei war, dann irgendwas schön zu rendern und da brauchte da Aufnahme kannst du knicken. Beim Rendern, deshalb habe ich dann einfach mal so ein bisschen, ja, da so gemacht und so. Ja, und so. Genau. Nun gut, tut gut, gut. Ich werde ihn nicht besiegen. Wie komme ich auf Britney Spears heute? Ich weiß es nicht. Splat goes the decal. Und meine 10 Menschlichkeit sind weg. Merde. Merde. Sorry, aber verdammt. Da bin ich jetzt gerade so ein bisschen genervt, dass es dann einfach so einfach geht. Dass er dann einfach so sagt, vergiss es, ficke dich ins Knie. Genau, ficke dich ins Knie. Ich
Ich meine, er hätte doch wenigstens so ehrlich sein können. Und hätte mich doch in Ruhe sterben lassen können. Beziehungsweise. Der war fies. Der war ganz gewaltig fies. Ich glaube, ich sollte aufhören. Ja, ich glaube, ich sollte so ein bisschen aufhören. Was mir halt aufgefallen ist, Splat. Ich sollte aufhören, mir ein Messer in die Handfläche zu jagen. Wenn ich keine Pflaster im Haus habe. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie er mich da erwischt hat, aber okay. Echt, ich weiß es nicht. Ich bin ganz ehrlich. Würde ich ein Pyro sein, wäre das so viel einfacher. Brauchst Soldat. Okay. Warum nicht? Ja, warum nicht? Jetzt ohne Scheiß. Warum nicht? Ich habe genügend Menschlichkeiten. Wumm. Wenn der sich der hier anbietet, dann dürfte ich ja auch gleich einen Summoning Sign sehen. Wäre natürlich wunderbar. Zack, menschliche Gestalt freigeschaltet. So, komm. Ich warte. Kein Rufsymbol hier. Hä? Kein Rufsymbol? Also ganz ehrlich, wenn ich schon irgendwo was hinstelle, so von wegen brauchst Soldat, dann mache ich mir auch wenigstens das Rufsymbol hin. Aber nein! Wäre ja auch logisch, dass man den Leuten hilft. Mit einer großen Scherbe. Nein! Stattdessen kommt hier, brauchst Menschlichkeit. An sich, ja. Aber gebt mir doch ein Summoning Sign, damit ich euch dann beschwören kann, ihr Heinos. Das war sehr knapp. Selbst für meinen Geschmack. Ach, jetzt verstehe ich, warum da steht, brauchst Menschlichkeit. Nee, der meinte nicht, brauchst Menschlichkeit. Der meinte, bekommst Menschlichkeit. Aha. Ich meine, ich finde, man kann doch einen Manus in 15% war das. 15% Unterschied. Man kann ihn doch gut mit Level 60, 71, Level 60, 70 kann man ihn doch ganz gut machen. Finde ich. Finde ich jetzt. Warum zum Teufel macht das hier keiner? Beziehungsweise warum setzt dann hier keiner irgendwie einen Summoning Stone? Oder ich verstehe es nicht. Viel Erfolg. Genau. Viel Erfolg. Verzweiflung. Richtig, Verzweiflung. Genau. Weil hier keiner auch nur ansatzweise einen Beschwörungsstein setzt oder allgemein einen Speckstein. Ich verstehe es nicht. Sobald ich Manus fertig habe, werde ich, einfach weil mir der Kampf auf eine gewisse Art und Weise dann doch ein wenig Spaß macht, werde ich den Leuten dann hier auf jeden Fall noch helfen. Ob ich das onscreen mache, weiß ich noch nicht. Au.
aber ich bin da guter Dinger eigentlich. Splat! Goes the day come. Whoopala. Schade, zu kurz. Na komm, Manus. Bitte nicht deine großen Schmetterer. Ich bitte dich auch noch darum. Der kam ein wenig zu schnell. Yes! Ich kann mir jetzt gerade nicht erklären, was passiert ist. Ich finde es aber sehr interessant und lustig, dass ich dann jetzt durch Zufall dann noch den guten alten Grauwolf Sif gekriegt habe, weil ich bin so ein Idiot. Oh Gott, ich sterbe. Sif. 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 Fass. Good boy. Fass. Ist nicht wahr. Davon wollte ich, das wollte ich jetzt eigentlich nicht machen, aber okay. Aber ich bin beruhigt. Bin ich ganz ehrlich. Weil dadurch, dass ich jetzt die Übung habe, um den kleinen, süßen Mach... Vergiss es. Ich hab was vergessen. Ich hab was ganz Kleines vergessen. Wusch. Ich muss ja meine Ausrüstung nochmal reparieren. Da sich meine Rüstung jetzt verzieht.
Rüstung jetzt verzieht. Brauche ich nicht, brauche ich nicht, brauche ich nicht. Ich wundere mich jetzt gerade, warum meine Rüstung hier so krass kaputt ist. Ah ja, stimmt. Weil ich sie noch nie repariert habe. Da war ja was. Ja, genau. Weil ich sie noch nie repariert habe. Genau. Das ist ein bisschen peinlich. Doch schon, ja.